Jetzt stehen wir da am Stammersdorfer Friedhof. Regnen tut's die Füße, da ma schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war ein so ein herzensguter Mensch. Und trotzdem fällt mir's Weinen halt so schwer. Die Oma, Mann, die Oma ist nicht mehr. Wäre ich klar war, hat's mir eine gestopfte Knödel. Hat's geklauert mit dem Bracker in der Hand. Hat's mich auch umdreht, schon den Magen, es war ja wurscht. Sie hat mich geschlagen, solange dass ich schon angefangen hab zum Beten. Lieb Jesu Kind, lass Oma doch verrennen. Die sieben Raum, das waren nur sechs. Die gute Fee, das war der Hicks. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel, der Märchenprinz, ein schiercher Lackel. Stammersdorf hat's gehabt, die kleine Wohnung, mit Spitzenbäckern und am Hitlerblöd. Ein Glas Grammelschmalz am Fensterbrett, den Nachtschirm und am Doppelbett, so weiß, so dick, so rund und immer voll. Vielleicht hätte man jetzt Grab dazu legen sollen. Einmal hab ich's gefragt, wo ist der Opa? In E-Mail auf dem Wolkerl spielt er gern. Für Führer, Volk und Vaterland erschossen, aufgehängt und verbrannt. Doch das hat sie dem Adel stets verziehen. Er hatte ja das Mutterkreuz verliehen. Die sieben Raum. Das war nur sechs, die gute Fee, das war der Hicks, der böse Wolf, ein kleiner Dackel, der Märchenprinz, ein schiercher Lack. In letzter Zeit, da war's schon bissel komisch, das Grammelschmalz ist gestanden unterm Bett. Die Spitzendeckern hat's verbrannt, den Hitler hat's am Bücher genannt, den Nachtschirm hat's platziert am Fensterbrett. Ganz Stammersdorf hat über sie schon geredet. Am Muttertag, da haben wir's gefeiert im Brader. Die Eure war auf einmal wieder jung. Beim Go-Kart fahren hat's gejohnt und ein paar Langos hat's verdruckt. Nur beim Sturmboot fahren Gescheit ist geschickt. Da ist an ihre falschen Zähne der Stück. Die sind Raum, das waren nur sechs. Die gute Fee, glaubt's was, das war der Hicks. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schiefer Lack. Oma, für die Gott, mach's drüben besser. Mach keine Knödel für die Engern, sei so gut. Tu nicht die Heiligen segieren, tu nicht den Opa denunzieren und gehst zum Herrgott auf Besuch. Ein guter Tipp. Oma, nimm's Mutterkreuz nicht mit.